dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 der munteren Kategorienbesprechung auf dem Gleichsatzkanal. Das Thema heißt Skepsis, Zweifel, Skeptiker, Zweifler, Misstrauen und Kollegen. Die nächste Nummer ist die Nummer 144, ein Zitat des großen Friedrich Nietzsche. Große Geister sind Skeptiker. Dem kann ich nur zustimmen. Und hier gilt zu bemerken, dass es vor allen Dingen die rechte Handhabung der Urteilskraft ist, damit dieser Zweifel eben kein zügelloser, ausschweifender wird, womit man dann eben in den unendlichen Weiten der Psyche der Verlorenheit preisgegeben ist. Die nächste Nummer, das Denken allein ist schon Zweifeln, weil wir in jedem Denken Unterschiede machen. Jeder Unterschied aus einer Menge anderen Unterschiede. Unterscheidungen mit oft gleichwertigen Gründen ausgewählt wird. Die Qual der Wahl ist hier angesprochen. Der Bezug auf das Denken, Denken und Zweifeln und Denken, der Bezug auf die Unterschiede, das Differenzieren in der Analyse eines in der Regel Begriffes. Seiner Handhabung. Hervorheben möchte ich hier noch, dass eben der Bezug des Zweifels auf Wissen, Denken, Wahrheit, Erkenntnis etc., Gesetzlichkeit, Allgemeingültigkeit, ein so fundamentaler ist, dass mit der Fähigkeit zu zweifeln, eben begründbar und berechtigt zu zweifeln, die am Denken und an der Erkenntnis oder Wissen und Wahrheit ansetzen, ist quasi gleichbedeutend mit einer Infragestellung aller dieser Kategorien. Und deswegen gibt es hier in dieser Besprechung der Kategorie Zweifel immer wieder diese Bezüge auf die Erkenntnistheorie, weil eben da sich die Gründe ergeben, sozusagen der Hebel anzusetzen ist, mit dem sich dann so einiges aushebeln lässt. Die Nummer 99 spricht den Aspekt der Sicherheit an in Bezug auf Erkenntnisse, die es gegen den Zweifel zu sichern gilt. Wenn von Sicherheit die Rede ist, dann ist immer auch die Ordnung gemeint und letztlich eben
Recht und Gesetz, die zu sichern sind und ja, eben alle Gründe abzuwehren oder gar nicht erst sich auf eine Diskussion einzulassen. Da wären wir dann schon beim Thema Dogmatik. Aber weiß nicht, ob das in der. Ja, haben wir ja in einem Teil 1 schon etwas angerissen. Welche Rolle das Dogma spielt, sozusagen als Counterpart zum Zweifel. Nächste Nummer 100, wie gesagt, Gründe, es braucht Gründe. Darin unterscheidet sich der logische vom eben bloß gefühlten Zweifel, dass der eben mit Gründen operiert. Die nächste Nummer 84, mutet auf den ersten Blick etwas befremdlich an. Ein Zitat von Edmund Pfleiderer aus seinem Buch Empirismus und Skepsis in David Humes Philosophie. Das naive Bewusstsein meint bekanntlich, das Schwein heißt Schwein, weil es hässlich ist. Das ist natürlich ein Vorurteil. Aber was will uns diese Passage sagen? Ich denke mal, ich rücke das Thema Zweifel und Skepsis in ein besseres Licht, wenn damit eben sehr viel Unsinn, Blödsinn, Schwachsinn, Dummheit, die es in der Welt gibt, benannt wird, gegen die man einfach skeptisch und misstrauisch sein muss, einfach nicht jeden Blödsinn für bare Münze nehmen, was zugegebenermaßen nicht jedermanns, ihrer Fraus Sache ist, lässt sich auch durch empirische Studien beweisen, die Millionen Leser des Goldenen Blattes oder die Anhänger des Horoskops und was es nicht alles gibt. Da ist, wie gesagt, schon ein gewisser Zweifel angebracht. Überhaupt lässt sich nur schlecht von Zivilisation oder Kultur sprechen, wenn die Kräfte, die Vermögen des Geistes, des Verstandes nicht ein gewisses Niveau erreicht haben. Der nächste Punkt, die eigentliche Natur des Geistes ist zu fragen. Geist ist Zweifel, der Geist spaltet und macht Probleme. Ist nicht allzu weit weg die Bezugnahme des Zweifels auf einen Geist, nachdem eben in Bezug auf das Denken schon erwähnt wurde. Vielleicht sollte ich noch den Zweifel etwas entradikalisieren, den auf den ersten Blick dieser Begriff für etwas ängstliche Gemüter zu haben scheint. Und zwar, indem ich ihn durch den Begriff Frage ersetze. Es ist bei einem Zweifel, handelt es sich im Grunde genommen nur eine Infragestellung irgendeiner Sache.
Und dieses Moment der Spaltung und des Problemhaften durch die Differenzierung, das ist eben ist nur dann negativ zu betrachten, wenn es sich bei solchen Zweifeln eben mehr um eine gefühlsmäßige Haltung handelt, in der auch wiederum nur die Gefühle anderer angesprochen werden, und so gesehen vermehren sich dann die Probleme eben und die Disharmonie innerhalb einer Gesellschaft. Aber in einem konstruktiven Sinn, mit gutem Willen und den entsprechenden geistigen Fähigkeiten, dürfte es sich dann bei Zustand einer Spaltung oder Problematik nur um einen vorübergehenden Handeln, weil ja an der ganzen Sache gearbeitet wird, konstruiert, konstruktiv, um dem Ganzen abzuhelfen. Der nächste Zeuge im Sinne der Anklage beziehungsweise im Sinne der Verteidigung, wir verteidigen hier die Skepsis, ist ein gewisser Leonard Nelson, ein Vortrag über die Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie aus dem Jahr 1911. Dort heißt es, wenn jede Erkenntnis nur durch eine andere, ihr zugrunde liegende, möglich ist, so müssten wir, um zu irgendeiner wahren Erkenntnis zu gelangen, einen unendlichen Regressus ausführen. Und es wäre daher gar keine Begründung von Erkenntnissen möglich. Sprich, zu einer Erkenntnis zu gelangen, bedarf es schon Kenntnissen. Das sogenannte Hauptmann von Köpenick Paradox. Um einen Ausweis zu kriegen, muss ich einen Wohnort vorweisen, und ich kriege keinen Wohnort ohne Ausweis. Und so gesehen wäre hier schon aller Objektivität und allgemeingültigen Erkenntnis das Wasser abgegraben. Aber anscheinend wenden sich dann sofort alle ab, wenn sie sowas lesen, weil dann sofort Paragraph 1 in Kraft tritt. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und Quod erat demonstrandum ist hier ein gewisser Leonard Nelson da selbst, da aufgrund hervorragender Analyse des ganzen Geschehens selbiger dann doch wieder in einem Objektivismus landet, wie sich aus anderen Schriften ersehen lässt. Nun gut, sei es wie auch immer, das Leben geht weiter. Die nächste Nummer in den Startlöchern. Ein gewisser Ludwig Busse, Philosophie und Erkenntnistheorie, mit dem Zauberwort der Erfahrung
muss sich mit dem Zauberwort Erfahrung über alle Schwierigkeiten hinwegzusetzen, geht nicht an, weil, wie Kant gezeigt hat, Erfahrung selbst zu ihrer eigenen Möglichkeit das Denken immer schon voraussetzt. Reine Erfahrung ist eigentlich nur das, was Bodhidharma erfuhr, als er 9 Jahre lang eine Mauer anstarrte. Also verfügt auch über Humor dieser Ludwig Busse. Schauen wir gleich mal, wie sich die rote Farbe hier, ja, ist auch noch lesbar, macht. Wir haben hier das gleiche Problem, Regressus, Circulus, Viciosus von oben. Um eine Erfahrung zu haben, brauche ich immer schon eine Erfahrung. Beziehungsweise ich muss hier die Kategorie noch etwas genauer aufschlüsseln. Hier geht es um die Erfahrung in einem empirischen Sinn, also durch die Sinne, die klassische Erfahrung. Und der gegenüber wird dann hier das Denken gesetzt. Das heißt, es ist für Erfahrung immer schon ein Denken notwendig. Es gibt nicht diese reine Erfahrung, die auch in Kants Kritik der reinen Vernunft da thematisiert wurde, die ist nicht möglich als eben objektive Erfahrung ohne eine Bezugnahme oder ohne ein ins Verhältnis setzen zu irgendeinem Erfahrenden oder eben auch Subjektivität des Objekts da in Betracht zu ziehen, da es keine Gegenstände gibt, die eben über alle Zeiträume hinweg und an allen Orten über objektive Eigenschaften verfügen können. An anderer Stelle, ich weiß es nicht, ob das jetzt in der Besprechung noch stattfindet, aber um diesen Zusammenhang zwischen Erfahrung und Denken noch besser zu verdeutlichen, ist vielleicht das Theorem, sag ich mal, oder das Philosophem, Wahrnehmen ist Urteilen, zielführender. Was nichts anderes heißt, als dass eben diese sinnliche Erfahrung immer schon ein Denken braucht, dass in der Wahrnehmung eigentlich geurteilt wird. Was aber so schnell passiert und auch schon immer wieder auf alle sinnlichen Erfahrungen werden im Grunde genommen durch eine Brille bisher gehabter Erfahrung gesehen und dann, Fachbegriff ist da Perzeption, das heißt eine Sinngebung der Perzeption, ein Zusatz zur Perzeption, der eben aus der gesammelten historischen Erfahrung eines Menschen dann kommt, die immer wieder in die neuen Erfahrungen oder auch die Wahrnehmungen mit einfließen, dass bestimmte Muster sich da eingebürgert haben oder auch viel Gewohnheit ist mit im Spiel, dass eben die Dinge so gesehen werden, wie sie gesehen werden. Gut. Nächsten Nummer 44 haben wir wieder einen Bezug auf das logische Denken.
Also Logik, die Logik steht und fällt mit Widerspruchsfreiheit, und Zweifel ist im Grunde genommen auch ein anderes Wort für Zweifel, ist der Widerspruch, den man anmelden kann, wenn es sich um einen begründeten Zweifel und eben einen Widerspruch, der ist zu begründen, und dann wird es eben geprüft, ob eine Logik verletzt wird oder nicht. Was aber für unsere Begriffe oder überhaupt auf dem Gleichsatzkanal spielt diese Logik an sich jetzt nicht die Rolle. Da ist klar, dass es sich hier um ein nichts als ein technisches Mittel, um eine Technik handelt, die in erster Linie als Norm des Denkens, als ein Sollzustand aufzufassen ist, also voll in die Ethik gehört und auch aus der Ethik heraus dann benutzt werden kann oder werden muss. Letztlich ist der Ansatzpunkt ist immer eben das Thema, was die Logik angeht. Da gibt es auch wieder den, irgendwo steht geschrieben, dass in der Logik die Logik keinen Anfang und auch kein Ende behandelt. Das heißt, der Anfang ist, wenn Sie so wollen, irrational, so wie das Ende. Es ist kein Gegenstand widerspruchsfreien Verknüpfung irgendwelcher Inhalte oder Begriffe, sondern diesen Anfang zu erklären, das ist ganz simpel, der Anfang des Universums ist nicht zu erklären. Da gibt es so alle möglichen Theorien, so auch haarsträubendes, in Blüten sich angesehene Physiker nicht, da irgendeinen Urknall in die Welt zu setzen, um der Wissenschaft die Fälle zu retten, möchten wir sprechen. So dass eben da nicht eine Religion einspringen muss an der Stelle. Gut, die nächste Nummer, der Geist ist immer Zweifler an der Realität der sinnlichen Dinge. Das ist jetzt wieder mehr von Bedeutung, dass eben der Bezug auf die Erkenntnistheorie eine große Rolle spielt, weil kann ich erkenntnistheoretisch an der Art und Weise, wie Wissen oder Erkenntnis oder Wahrheit erworben wird, sage ich mal, gewonnen, behauptet wird, da eine begründete Kritik anmelden, dann rumpelt es im Karton. Da sind dann alle möglichen anderen Bereiche mit betroffen und es bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Das heißt, es ist alles gar nicht so wild, es spielt sich alles nur in der Erkenntnistheorie ab und dann letztlich auch in der Einstellung, wie man sich zur Welt verhält. Praktisch ändert sich nicht viel, weil das, was für viele Menschen nützlich ist, wird weiter nützlich sein. Es findet nur eine andere Art der Regierung statt oder der Regierungsbildung. Die höheren Chargen sind da nur betroffen, die eben es mit den Allgemeinheiten zu tun haben. Politik und so. So eine Dinge. Gut.
Ja, und in Bezug auf diese Erkenntnistheorie, da haben wir hier ein Beispiel aus einem der frühen klassischen Skeptiker, so früh jetzt auch wieder nicht, Sextus Empiricus, soweit ich mich erinnern kann, soweit ich das vor ein paar Tagen auf Wikipedia geblättert habe, ist der, findet der im 2. Jahrhundert dieses christlicher Zeitrechnung statt, wird von einem Johann Gottlieb Buhle in der Neuzeit ins Gedächtnis gerufen, einem Werk über Sextus Empiricus und oder der Skeptizismus der Griechen. Aus dem Jahre 1801, soweit ich weiß, Todesjahr Immanuel Kants mit Z. Da heißt es, wird gefragt, ob der Gegenstand so beschaffen ist, wie er erscheint. So geben wir zu, dass er erscheint und zweifeln nicht daran, sondern wir zweifeln an dem, was vom erscheinenden Gegenstand behauptet wird, was doch etwas ganz anderes ist, als an der Erscheinung selbst zu zweifeln. Zum Bleistift, der Honig scheint uns süß zu schmecken, dies geben wir zu, da wir selbst die Süßigkeit empfunden haben. Aber ob es ein Süßes in Bezug auf die Erkenntnis gibt, das bezweifeln wir. Dies heißt nicht, die Erscheinung des Süßen selbst zu bezweifeln, sondern nur die Anmaßung der Dogmatiker aufzudecken. Ja, wie gesagt, die sinnlichen Erscheinungen, und da haben wir hier die sinnliche Erscheinung eines schmeckenden Honigs, der uns süß schmeckt, und das geben wir auch zu, aber das ist eben, das erscheint uns so, es erscheint uns süß. Gibt es dann auch wieder alle möglichen Allgemeinheiten, dass sich viele Menschen finden lassen, die etwas süß finden. Aber davon jetzt von einer objektiven Allgemeingültigkeit auszugehen, das wäre jetzt auch etwas zu vorschnell. Denn nicht wenige finden etwas gerade in den Randbereichen des Süßen dann etwas nicht süß, wo andere das eben noch süß finden. Und deswegen, da wir selbst die Süßigkeit empfunden haben, geben wir dies zu, aber ein Süßes in Bezug auf die Erkenntnis, was nichts anderes heißt als ein Süßes an sich, das wagen wir zu bezweifeln. Denn dieses Süße an sich, und das wäre eben diese höhere Erkenntnis, diese Abstraktion in die Gesetzlichkeit, in die Allgemeingültigkeit, die dann wirkt wie ein religiöses Bekenntnis, an das geglaubt wird und dementsprechend man sich dann auch verhält. Man fühlt sich dann wohl in einer Ordnung der Rationalität, die aber eigentlich gar nicht vorhanden ist. Es handelt sich hier um eine Illusion, in der diese Menschen dann leben. Die sind dann keine Gefühlsdusel, sondern eben Intelligenzdusel. Und wenn irgendjemand mal den Begriff Intelligenzdusel in einem anderen Zusammenhang hört, dann möchte ich hier darauf hinweisen, dass der Ursprung dieses Begriffs auf dem Gleichsatzkanal zu suchen ist.
Gut, das war die Nummer 147. Wir schreiten weiter zur nächsten Abteilung. Das heißt, wir schreiten nicht weiter, denn ich erhalte soeben von meinem Assistenten den Hinweis, diese Sitzung zu beenden, da das 30-Minuten-Limit ein Tribut an die Aufmerksamkeitsspanne heutiger Generationen erreicht ist, so dass wir die Nummer 161 dann den Paul Kannengießer in der nächsten Abteilung bzw. Teil 3 dieses munteren Kategorienratens auf dem Gleichsatzkanal fortführen werden. Und ich verbleibe wie immer euer Peace and Out.